Remi Lockwerte zur Gemeinde und willkommen zu einem Nachtrag zu Die Gilde 2. Ich habe mir jetzt gestern noch kurz das zweite DLC Renaissance runtergeladen und mir das ganz kurz angeguckt und musste dann feststellen, ich muss hier noch ein Nachwort dranhängen. Denn es gibt da durchaus Änderungen, die nicht gerade geringfügig sind. Zuallererst einmal gibt es eine erfreuliche Änderung, die wir hier haben. Und zwar können wir ab der Erweiterung Renaissance, anscheinend wurde das dann auch im dritten Teil von Die Gilde übernommen, die Jahre pro Runde einstellen. Original sind es ja immer 4 Jahre, die vergehen, wenn man eine Runde durchgespielt hat. Wir können das ab hier einstellen auf ein Jahr pro Runde. Das heißt, eine Runde ist ein Jahr, so wie es theoretisch eigentlich auch sein sollte, finde ich. Was das da hier heißt, weiß ich nicht ganz. Keine Ahnung. Das hat natürlich zur Folge, dass das ganze Spiel etwas langsamer vonstatten geht, dass die Figuren weniger schnell altern und sterben, hat allerdings auch den Negativeffekt, dass Kinder weniger schnell erwachsen werden. Kann man jetzt sowohl positiv als auch negativ sehen. Ich finde, es ist relativ positiv, beziehungsweise die positiven Aspekte dieser Sache überwiegen die negativen und man kann ja theoretisch statt auf 1 runter auf 2, da geht es immer noch ein bisschen schneller. Das verkürzt auf die Spielgeschwindigkeit ein bisschen und man hat mehr Zeit wirklich zu spielen. Auf schwer hingegen ist das dann jetzt so ein Punkt, wenn die Erben länger brauchen, bis sie spielbar sind, weil die sind ja erst spielbar, wenn sie erwachsen sind, ist dann die Problematik, wenn die Gegner die bisher spielbaren Charaktere aus dem Spiel genommen haben und unsere Kinder noch nicht spielbar sind, ist es auch ein Game Over. Da könnte es dann wiederum schwierig werden. Ansonsten haben sie bestimmte Maps rausgenommen, also zum Beispiel die Map, die Zürich drin hat, die ist gar nicht mehr vorhanden. Was mir persönlich wirklich ein bisschen auf den Magen schlägt, muss ich sagen. Säcke! Und ja, ich habe es extra überprüft, bin jede einzelne Map hier durchgegangen. Die Map ist tatsächlich weg. Und ja. Ansonsten sieht alles eigentlich gleich aus wie bisher. Und ja. Nun, wir halten uns hier gar nicht lange mit dem Hafenkäse auf, denn wir gehen jetzt direkt zu den weiteren Erneuerungen und Verschlechterungen, leider auch. In diesem Video hier geht es unter anderem einfach auch darum, bei der Entscheidung zu helfen. What the fuck, warum hat er nur so wenig Kohle? Normalerweise sollte er 10.000 haben. Irgendwas habe ich da falsch angestellt. Aber es eigentlich keine Rolle spielt. Ja, deswegen, weil auf schwer. Also nochmal, in diesem Video geht es eigentlich darum, bei der Entscheidung zu helfen, welches Spiel soll man sich runterladen. Denn die Gilde 2 ist so aufgebaut, wenn man das Komplettpaket hat mit dem Grundspiel, DLC 1 Seeräuber der Hanse und DLC 2 Renaissance, hat man 3 eigenständige Spiele in der Steam-Bibliothek. Und da ist natürlich die Frage, welches davon soll man jetzt schlussendlich tatsächlich spielen? Nun, das Grundspiel können wir direkt aus der Liste rausnehmen. Jetzt mit der neuen Steam-Bibliothek kann man die verbergen, also verbergen wir das Ding. Einfach weil sowohl Seeräuber der Hanse als auch Renaissance alle, wirklich komplett alle, im Grundspiel enthaltenen Mechaniken, Berufe integriert hat. Naja, bis auf halt zum Beispiel die Map mit Zürich. Also bleibt übrig Seeräuber der Hanse oder Renaissance. Und das bringt uns direkt zu
dem Punkt, der wirklich sehr negativ auffällt im spielerischen Sinne. Ich habe mich ja so über den Berufszweig des Piraten gefreut in den vorherigen Videos, wo man mit den Damen, ohne dass man Verbrechen begeht, kontinuierlich Geld erwirtschaftet. Und das gibt es hier nicht mehr. Wir haben hier zwar immer noch die Piratenzuflucht, allerdings ohne andere Stufen. Die Damen wurden hier allerdings rausgenommen. Es ist wirklich nur noch die Piraterie. Die Damen wurden jetzt in diesen Berufszweig hier eingefügt, in die Pinte, Spelunke und Kaschemme. Das Problem hierbei, das habe ich kurz angespielt, ist die Pinte, also Stufe 1. Erwirtschaftet gerade so viel Kohle, wie die Arbeiter am Ende der Runde an Lohn brauchen. Das ist eine Nullnummer. Man macht zwar keinen Verlust, aber auch keinen Gewinn. In puncto dessen heißt das, mit der Pinte als Start, Firma hätte ich jetzt fast gesagt, kommt man auf keinen grünen Zweig. Wie es dann in den höheren Stufen ist, kann ich nicht sagen, muss man herausfinden. Aber ich sehe auch gerade, die Preise wurden auch deutlich erhöht. Das erste ist ungefähr gleich, aber In einem Kontor 8.000, werden das war Lebensmittel eigentlich günstig Stufe beigefügt. 3. Stufe 2 war so 5.000. Auch hier die Häuser. Oh, oha! Ein Landhaus, Landsitz, ein Lustschloss. What the heck? Stolz thront das Schloss über den anderen Gebäuden der Umgebung. Es ist weit und breit das prunkvollste Bauwerk von allen. So luxuriös man sich das Leben in so einem Anwesen auch vorstellen mag, so gibt es natürlich auch Neider, die einem diesen Luxus nicht gönnen wollen. Aber auch dagegen gibt es Mittel und Wege. Okay. Ja, ihr seht schon, die Kosten für das Ding. Pff. Und Baudauer ist auch ziemlich hoch. Aber ja, wir sehen gerade Freiherr Baron. Freiherr war ich im anderen Spielstand schon. Also der Baron für 100.000. Ja, man hat es leider gar nicht gesehen, weil da das Spiel abgeschmiert ist. Er hat 100.000 gekostet. Wäre der höchste Titel gewesen. Dieser Titel wird hier wahrscheinlich auch mehr kosten. Kann ich mir vorstellen, wenn hier alles mehr kostet. Aber ja. Nun. Jedenfalls. Dieser unglaublich gut verdienende Berufszweig gibt es nicht mehr. Das führt schlussendlich zu der Frage wieder zurück, welchen Teil soll man jetzt nehmen? Das hängt von dem ab, wie man es spielen will. Will man sich keine Sorgen ums Geld machen müssen? Einfach nur wild drauf losspielen können, alles spielen können, wie man will? Dann empfehle ich tatsächlich Seeräuber der Hanse. Man fängt an mit der Piratenzuflucht, schickt die Damen raus und die erwirtschaften permanent finanzielle Mittel. Und sobald man einen Erben hat, den man auf dem gewünschten Berufszweig hat ausbilden lassen, kann man den Beruf ausüben, den man schlussendlich eigentlich haben will. Und die Damen, die erwirtschaften den Rest des Spiels einfach dauerhaft finanzielle Mittel. Man geht nie wirklich effektiv pleite. Wenn man nie Geldprobleme haben will, Piratenzuflucht, Seeräuber der Hanse. Wenn man allerdings den größeren, die größere Diversität haben will, also mehr Möglichkeiten, dann sollte man auf Renaissance gehen. Denn hier wurden nochmal deutlich mehr Gebäude eingefügt. Also wir haben hier den Bauernhof, den gibt es seit Anfang an. Backstube gibt es auch seit Anfang an. Gasthaus auch. Anglerhütte, die gibt es seit Seeräuber der Hanse. Windmühle kenne ich gar nicht. Die gibt es wahrscheinlich erst neu seit hier. Obstgarten, bin ich gerade unsicher, könnte auch von hier kommen. Feld gab es auch vorher, Viehgatter glaube ich auch, aber Wiese, das ist auch ziemlich neu. Das kommt mir auch unbekannt vor. Handwerkliche Betriebe haben wir die Gießerei, die Schmieden gab es vorher schon, Tischlerei auch, Wirtshaus
Weberei bin ich gerade unsicher, müsste es auch gegeben haben. Maurer, der kommt mir komplett unbekannt vor. Holzfällerhütte gab es, Mine gab es auch. Gelehrten, Tinkturerei gab es, Kirche gab es, beide. Heilerstube gibt es als Seeräuber der Hanse. Und die beiden hier, die sind neu. Also wir können einen Friedhof besitzen, was man da wohl mitmacht. Oder ein Pfandhaus bis zur Bank. Das könnte theoretisch einen sehr guten Job sein. Einen sehr guten Job, genau. Great Deutsch, Junge. Bei den Gaunern haben wir das Räubernest, die Schmuggler, das ist das Klassische aus dem Grundspiel. Den Piraten verkleinert aus Seeräuber der Hanse und komplett neu ist Pinte, die einen Teil der Piratenzuflucht übernommen hat und scheiße ist. Wie gesagt, ich weiß eigentlich, wie es auf höheren Stufen ist. Söldnerquartier ist komplett neu und Vagabundenlager ist auch komplett neu. Dann bei Sonstiges das Warenhaus. Das konnte man das in Seeräuber der Hanse bauen? Also ich weiß, es kommt aus Seeräuber der Hanse. Das haben wir mal angegriffen. Aber ob man das bauen konnte, das weiß ich gar nicht. Und dann halt hier die Häuser. Die gehen inzwischen übers Herrenhaus hinaus bis zum riesenfetten Schloss. Also wenn man wirklich mehr Möglichkeiten haben will, dann sollte man hier zuschlagen. Oh, es gibt sogar ein Kloster. Okay. Ansonsten grafisch wurde eigentlich nicht viel gemacht. Wenn ich mir das so angucke, wurden die Shader ein bisschen verbessert. Aber mehr auch nicht. Was halt den Unterschied macht, dass es entfernt wurde. Bei der Piratenzuflucht kann zweierlei Gründe haben. Entweder es wurde einfach gedacht, dass es viel zu krass ist, weil es einfach wirklich sehr einfach ist, Geld zu verdienen, auch auf hohem Schwierigkeitsgrad. Oder aber, das könnte das erste natürlich mit einschließen, es liegt daran, dass Seeräuber der Hanse 2007 noch rauskam und Renaissance dann 2010 von einem anderen Entwickler. Also Gilde hat in diesen 3 Jahren das Entwicklerstudio gewechselt. Und da kann es natürlich sein, dass sich die neuen Entwickler einfach was anderes vorgestellt haben oder sich halt wirklich wie Möglichkeit 1 dachten, die vorherigen Entwickler haben da einfach etwas eingebaut, das viel zu krass ist, das müssen wir rausnehmen. Ich weiß jetzt nicht, von wem der dritte Teil ist, ob sich da der Entwickler nochmal geändert hat, aber ja. Laut Rela wurde der dritte Teil ziemlich früh nachgeworfen. Also der beziehungsweise angefangen daran zu bauen. Deswegen nehme ich mal an, es ist das gleiche Entwicklerstudio. Was ich jetzt auch noch festgestellt habe, ich hatte ja schon direkt nur bei meinem Anspieltest der Pinte das Problem, dass ich nicht mehr speichern konnte. Ich konnte das Spiel nicht mehr beschleunigen oder verlangsamen. Also die ganzen Funktionen, die waren schon wieder völlig verbuggt. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade mit Rela im Discord und er meinte dann halt, ja, das liegt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich an der Engine, auf der das Spiel aufbaut, weil die einfach zu veraltet ist und mit der Leistungsfähigkeit der Rechner nicht klarkommt. Und das kennen wir von eigentlich allen oder großteiligen alten Spielen. Das Problem hatte Age of Empires zum Beispiel, die Siedler hatte solche Probleme auch. Mit den neueren Geräten fingen die Spiele einfach an zu buggen. Also bei Age of Empires 2 hatte ich es zum Beispiel so, dass ich kein blaues Wasser mehr hatte. Ich hatte rotes Wasser. Dunklere Stellen bei Bäumen hatten rote Verpixelungen. Also alles das, was dunkel dargestellt wurde, war rot verpixelt. Ich hatte einfach aufgrund der zu hohen Grafikrechenleistung, die das Spiel irgendwie nicht fassen konnte, grafische Störungen. Und was auch, und das tatsächlich bei allen Elternspielen, die ich kenne in der Hinsicht, für ein Problem habe, das Intro-Video, das beim Spielstart kommt, man hat zwar einen Sound, aber kein Bild.
Und das Problem, es liegt halt offenbar wirklich daran, dass unsere Rechner heutzutage viel zu gut für die Engine sind, auf welcher die Spiele aufbauen. Die Spiele kommen nicht mit der Leistung klar. Man könnte es also theoretisch, wenn man die Fähigkeit dafür hat, irgendwo im System die Leistung der Hardware runterschrauben, um die Hardware der Software anzupassen. Dann würden die Spieler wahrscheinlich einwandfrei laufen. Das mit dem Speichern, das Abstürzen beim Speichern, das hängt wahrscheinlich genau mit demselben Aspekt zusammen. Weil es irgendwo durch den riesen Unterschied zwischen Hard- und Software irgendwo eine Verschiebung zwischen den Daten gibt, erzeugt das beim Speichern einen Fehler zwischen den Daten, die er eigentlich hat und die er eigentlich haben will oder haben sollte, und das führt zum Spielcrash. Und weil das Spiel crasht, das ist ganz sicher so, weil das Spiel beim Speichern crasht, gibt es einen Fehler in der Save-Datei und deswegen wird diese direkt dann gelöscht. Beziehungsweise beim Versuchen, die wieder herzustellen, wird sie dann gelöscht, weil er einfach feststellt, ey, Moment, die ist fehlerhaft, die ist kaputt, das kann ich nicht mehr machen. Also, das heißt, wenn man die Gilde 2 nimmt, dann muss man sich einfach darauf einstellen, man hat Lags. Außer man nimmt einen Computer aus dem Jahre 2000 oder so. Da läuft es dann wahrscheinlich einwandfrei und flüssig und ja. Auf meinem alten Rechner könnte das eventuell noch funktionieren. Also alten Rechner auf dem von mir selbst zusammengebauten mit alten Komponenten. Da hat eine GT 630 drin und irgendwie solche Späße. Da könnte das vielleicht sogar ohne Bugs funktionieren, weil veraltete Hardware. Ja. Ich habe mir jetzt noch überlegt, dass ich im Laufe der Zeit dann irgendwann mal jeden einzelnen Berufszweig hier genauer vorstellen könnte. Also so wie ich es Oh, Gülle. Nein, eben nicht Stellaris, das ist das andere. Ja. Bei gewissen Spielen mache, wo man verschiedene Rassen mit Rasseneffekten hat oder verschiedene Klassen und so weiter, wo ich mir auch vorgenommen habe, nach und nach dann, so nach Lust und Laune, Rassen- und Klassenmechaniken nachzuwerfen, kann ich mir auch vorstellen, dass ich das auch hier mache, dass ich halt einfach die Funktionsweise verschiedener Berufe nachwerfen könnte. Dass ich halt einfach irgendwie, keine Ahnung, ein Hauptspiel mache mit 100.000 Erben. Jeder Erbe lernt was anderes und dann spiele ich einfach den Erben einmal so ein bisschen, um ein Video zu machen. Oder ich fange jeweils von vorne an mit dem entsprechenden Berufszweig. Wie genau ich das machen werde, falls ich es mache, weiß ich noch nicht. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, jetzt in diesem Spiel hier umzusetzen. Aber es ist eine Überlegung. Also, dass wir jetzt mit diesem fünften Video nicht ganz das Ende haben, sondern dass da irgendwann dann nachträglich noch Videos zu den einzelnen Berufen kommen. Also hier der Schreiner, der Tischler, ja, Tischler ist der Schreiner, der Maurer, der Schmied, der Friedhof. Ja, aber wo ist denn der Friedhof jetzt? Ah, Gelehrter. Der Friedhofs. Was wäre denn der Typ? Steht da irgendwas? Berufsbezeichnung? Halt, Wanderer, tue keinen Schritt näher heran, denn dieser Ort ist verflucht. Näherst du dich dennoch so, bereite dich auf dein Ende vor. Ja. Keinen blassen Dunst. Wer seine Seelenheil nicht gefährden will, der sollte sich lieber fernhalten. Kein klassen Dunst, wie der Berufszweig heißen soll. Und ich habe überhaupt keinerlei Vorstellung, wie das funktionieren soll mit dem Berufszweig. Was bist du, der Totengräber? Oh Mann. Oder vielleicht ist man der Henker? Der Henker vielleicht? Das wäre cool.
Also ich werde es definitiv herausfinden, denn ich werde den ganzen Scheiß irgendwann in ferner Zukunft garantiert mal anspielen, einfach weil es mich irgendwie interessiert. Was zum Teufel macht der Typ? Ist er Totengräber, Henker? Und eventuell werde ich das dann jeweils auch aufnehmen und ja. Freisassen? Okay. Ja. Und ich denke, das war es dann hiermit auch schon mit meinem Nachwort. Hier ist übrigens gerade ein guter Bauplatz. Hier hatte ich meine Pinte. Direkt am Markt. Sehr nützlich. Vor allem auch nützlich zum Beispiel für das Schmugglerloch. Da kann man die Diebe rausschicken und sie haben sich weit, wenn sie fliehen müssen. Das könnte sogar tatsächlich auch auf moderat erhöhtem Schwierigkeitsgrad funktionieren, ohne dass sie direkt sterben, weil sie direkt vorm Haus hier ihrer Arbeit nachgehen. Und ja, für die, die es wissen wollen, wir sind in der Map Hanse und das ist in Danzig. Gucken wir mal kurz. Wo Danzig ist. Ja. Was ist denn eigentlich mit Bergen? Ich will das jetzt noch kurz angucken. Bergen, Bergen, Bergen. Denn wenn man es auf die Politik abgesehen hat und die ganze Familie in der Politik haben will, lohnt es sich, in einer kleinen Ortschaft zu sein. Bergen, hier. So klein ist das nicht einmal. Ich glaube, hier könnte sich ein Gauner doch auch lohnen. Gucken wir mal ganz kurz, ob da irgendwo auch ein Ding Platz hat. Ja, hier drüben. Hier oben. Hier ganz weit draußen. Ich weiß nicht, irgendwie ist hier oben sogar Platz, um eine komplett eigene neue Siedlung aufzubauen. Da, Sommer 1402. Ich habe es auf 2 Jahre eingestellt gehabt. Boah. Das wäre natürlich krass. Und dann hier oben die riesenfette Hütte. Okay, ich glaube, wenn ich hier nochmal ein Spiel starte mit Renaissance, dann nehme ich wirklich Bergen als Gauner, fange hier damit an und versuche dann hier oben die Riesenhütte aufzubauen. Dafür müsste dann eventuell das hier weg. Zeughaus? Was macht ein Zeughaus? Irgendwie kommt mir der Begriff bekannt vor, aber ich kann es da gerade nicht zuordnen. Diesem Gebäude werden Stadtwachen ausgerüstet und es wird all jenes Gerät gelagert, welches im Kriegsfalle von den Landknechten benötigt wird. Außerdem können berühmte Bürger hier Pistolen, Granaten oder gar Kanonen erwerben. Okay. Krieg und Frieden. Momentan besteht die Möglichkeit, dass der Rat von Hans Eroberen in den Krieg gegen einen seiner Gegner ziehen wird. Dänemark, Schweden, England, Norwegen. Okay. Also es gibt hier nicht unbedingt viele Baumöglichkeiten direkt in der Nähe des Dorfes, aber für so ein Anfang als Gauner ist das eigentlich gar nicht schlecht. Vor allem eben, es ist ein kleines Dorf mit der Politik, ist wirklich sehr klein. Und wir haben ja auch im vorletzten Spielstand gesehen, das Ding wird nicht größer. Es bleibt bei den dreien. Man kann drei Charaktere aktiv spielen. Das heißt, man kann komplett alleine die Politik hier halten. Der Titel Besasse. Was? Gibt es neue Titel oder was? Oder wie? Oder wenn? Titel Gemeiner, Freisasse, Bürger, Freibürger, Freiherr. Das müsste Freisasse sein. Okay, der ist neu. Freisasse ist ein neuer Titel. Interessant. Ja, gut. Joa, also. Ich denke, mehr gibt's hier nicht. Aber ich überlege mir gerade, ob ich dann hier wirklich das ganze Ding hier einnehmen soll. Die Arbeiterhütten, damit kann man nichts anstellen, aber ansonsten alles erobern und dann niederreißen und hier quasi aus Bergen mein komplett eigenes Dorf bauen.
Das wäre cool. Was machen die Pinte da hinten? Holy fuck. Das wäre doch irgendwie cool. Alle Häuser, die hier oben sind, werden niedergerissen, die man niederreißen kann, und dann wird irgendwas Eigenes aufgebaut, komplett selbst. Politik, komplett die eigene Familie drin. Alter, Bergen gehört mir. Das ist mein Dorf. Ich glaube, das mache ich dann. Joa, also. Dann verabschiede ich mich von diesem Nachwort. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Falls wir wirklich in der Reihe bleiben und ich denke, wenn mit dieser Idee hier gerade das ganze Kaffee zu übernehmen, erschließt sich mir doch, dass ich es sehr wahrscheinlich so machen werde, dass ich jeden Beruf hier in Sp Videos machen werde, und zwar alles hier in einem Spiel mit den Erben, dass ich einfach alles hier in diesem Kackdorf hier aufbaue. In meinem eigenen Dorf. Von dem her, wenn bis dahin schon Videos da sind, sehen wir uns in den nachfolgenden Videos zu DGL 2, zu den Berufen. Ansonsten könnt ihr euch eine andere Playlist antun. Da gibt es genügend Bullshit, den ich bereits schon hochgeladen habe, und noch sehr viel mehr Bullshit, den ich hochladen werde. Und ich hoffe, das läuft jetzt noch. Das Spiel hat sich gerade minimiert. Und ja. Von dem her verabschiede ich mich jetzt. Bis dann und ciao.